Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show zur Boxboy plus Boxgirl Demo zu dem Hauptspiel, welches auf der Nintendo Switch am 26. April erscheinen wird und jetzt auch schon zum Vorbestellen für 10 Euro im Nintendo eShop zu haben ist. Boxboy, eine Serie, die auf den Nintendo 3DS geboren wurde von Schöpfer Herrn Sakurai, Masahiro Sakurai, der Creator der Super Smash Bros. Reihe und der Creator von Kirby. Ja, Kirby Rund, Kirby ist der Name des Hauptprotagonisten hier in Boxboy. Das ist Boxboy, wird auch Kirby genannt, ist viereckig, also relativ witzig. Ähnelt auch so ein bisschen, ne, den allerersten Kirby-Ableger, wo auch noch alles schwarz-weiß war auf dem Nintendo GameCube. Und ich freue mich riesig, dieses Spiel jetzt endlich spielen zu können. Ich bin gerade fertig geworden mit dem Livestream zu Donkey Kong Country Tropical Freeze, wo wir die letzten Shiny-Gold-Medaillen nachgeholt haben. Und ich habe noch nicht mal den Greenscreen, weder sonst noch irgendwas abgebaut. Nein, ihr bekommt hier keinen Greenscreen, tut mir leid. Aber ich möchte dann doch das Spiel gerne im Fokus haben und nicht mich. Ich wollte das einfach jetzt direkt nach dem Livestream aufnehmen und deswegen sitze ich jetzt hier und wir gucken uns die Demo an und natürlich, ohne groß zu spoilern, erwartet uns auch am 26.04. ein Let's Play zu diesem Spiel hier auf meinem Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschalten würdet. Ist ein schönes, kleines, niedliches Spiel, der vierte Ableger der Boxboy-Serie, also drei kamen auf den 3DS, die sollten auch das Ende einer Trilogie sein. Ich war extrem überrascht, dass wir nicht die Trilogie jetzt auf der Switch bekommen haben, sondern wirklich einen vierten Ableger. Also anscheinend geht die Story von Boxboy noch weiter. Und ein bisschen schade, dass ich halt die 3DS-Teile nie gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht, um was es da in der Story geht. Da könnt ihr mich gerne jetzt hier in den Demo-Part ein bisschen spoilern, ein bisschen nur erklären, um was es da in den 3DS-Teilen gegangen ist, sofern ihr die 3DS-Teile gespielt habt. Wir gucken uns auf jeden Fall das Gameplay an und sofern es noch einen Sneak Peek oder so auf die Story gibt, dann gönnen wir uns die Story und meine Interpretationen dazu. Nun, wir können das Spiel alleine oder zu zweit spielen. Ich weiß noch nicht, wie wir das dann im Let's Play regeln werden, weil ich könnte natürlich Kengu gut einladen und dann spielen wir das Teamabenteuer mit ihm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich der Fall wird. Fürs Erste müssen wir uns aber mit dem Solo-Abenteuer abfinden, denn heute habe ich leider niemanden hier auf Besuch, außer mein Vater, der aber leider schon schläft. Nun, ein heldenhafter Block macht sich auf, diese Welt zu retten. Die Hauptgeschichte. Na dann, Solo-Abenteuer stürzen wir uns rein und jetzt darf ich das erste Mal Boxboy-Gameplay erleben. Ich war schon damals auf dem 3DS, wie gesagt, ein Riesenfan der Serie, aber ich habe es nie gespielt, weil ich halt kein Fan vom Nintendo 3DS bin. Wir sind Kirby! Yay! Und wir können springen und wir können Blöcke erzeugen und wir können Blöcke löschen. Aber das wird uns jetzt sowieso hier im ersten Level, glaube ich, beigebracht. Ich glaube, was man hier in der Demo spielen kann, ist auch so ein bisschen die allererste Welt des Hauptspiels. Das bedeutet für alle Leute, die das jetzt hier angucken, die werden sich dann wahrscheinlich nicht mehr Part 1 angucken, weil das höchstwahrscheinlich genau dasselbe sein wird. Dementsprechend, aber ich muss halt dann trotzdem noch Part 1 spielen, da bleibt uns nichts anderes übrig. Nun, das Hauptgimmick des Spiels ist, dass wir Blöcke erschaffen können mit Kirby und diese Blöcke benutzen können, um eben im Level voranzukommen. Und es ist so ein kleines Rätselspiel, was auch so ein bisschen an Mario vs. Donkey Kong auf den Game Boy Advance erinnert, finde ich persönlich. Und das war eine Krone, die wir hier eingesammelt haben. Die ist wichtig für die 100%. Was außerdem wichtig ist für die 100%, ist, dass wir ist so eine kleine Vorgabe schaffen an Blöcken, denn wir dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Blöcken in einem Level erstellen. Und das wird uns auch jetzt hier beigebracht. Für abgeschlossene Level erhält man Marken. Das sind diese seltsamen, wie sagt man das? Das ist ein, es ist kein Karo, es ist, keine Ahnung, wie man das Muster nennt. Egal, das sind auf jeden Fall die Marken. Und für erreichte Ziele erhält man Zielmarken. Das sind die Medaillen, die man da bekommt. Können gegen Items eingetauscht werden. Der Shop ist nur in der Vollversion verfügbar. Yay. Abschlussbonus Plus. Yay.
Sehr schön, das war Level 1. Wir haben 100% abgeschlossen. Hier können wir jetzt auch noch nachgucken, was die Voraussetzungen sind für 100% in Welt 1 Level 1. Und zwar mit allen Kronen geschafft. Also wenn wir die Krone einsammeln, gibt es die Hauptmarke. Und dann natürlich, wenn wir maximal 3 Blöcke in dem Level benutzen, dann gibt es alle restlichen Medaillen in diesem Level. Also mega coole Mechanik. Und wir machen direkt weiter mit Level 2. Ich hätte mir vielleicht jetzt die Vorgaben angucken sollen. Wie viele Blöcke ich machen darf. Kann man das im Pause-Menü? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah doch, hier mit Y-Ziele. Wir dürfen 4 Blöcke erstellen. Und jetzt kommt auch schon das nächste Gimmick dazu. Und zwar sehen wir oben rechts, dass wir 1 dort stehen haben. Das bedeutet, wir können einen Block erstellen und nicht mehr in diesem Level. Ja, das ist so das Gimmick. Später werden das dann sehr viel mehr Blöcke. Und da wird dann natürlich auch die Mechanik so kommt man an die Krone ran und dann kann man den Block auch noch hier noch weiterschieben. Dann braucht man hier nicht so viele Blöcke in Level 2. Später werden die Mechaniken dann höchstwahrscheinlich noch sehr viel komplizierter. Da kann man dann richtig krasse Kombinationen an Blöcken bauen. Aber fürs Erste fängt das Spiel natürlich leicht und einsteigerfreundlich an. Wenn das Spiel dann raus ist auf der Nintendo Switch am 26. April, dann machen wir natürlich die 100%. Das bedeutet, ich werde alles sammeln, was es in diesem Spiel zu sammeln gibt. Und was haben wir denn hier Schönes? Neuer Versuch. Mit L+R startest du einen neuen Versuch. Ein Stück weiter hinten im Level. Sinnvoll, wenn du feststeckst. Okay. Interessant, interessant. Und jetzt können wir, wenn man oben rechts guckt, schon 2 Blöcke erstellen und die natürlich dann auch werfen, damit wir auch größere Hindernisse überwinden können. Denn unser guter Freund QB ist jetzt nicht für seine Sprungkünste bekannt. Der ist eher so wie so ein Link, was die Sprungkünste angeht. Dementsprechend sollten wir da uns nicht irgendwie den Weg verbauen. Aber auch Level 3 easy machbar. Yeah, und da dance QB erstmal ab, wenn er so eine Tür erreicht. Der Siegestanz von QB. Sehr schön. Oh, das macht Spaß. Da will ich direkt mehr spielen. Da will ich direkt mehr spielen. So, 9 Blöcke dürfen wir in Level 4 erstellen. Na, kein Problem. Und wir können 3 Blöcke machen. Alles klar. Und jetzt kommt auch hier schon die erste neue Mechanik. Und zwar können wir so eine Treppe bauen. Ihr seht schon, da können wirklich schwierige Sachen passieren. Also, ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ja, es sah richtig aus. Da können die Entwickler wirklich schwierige Sachen von einem verlangen. So, und jetzt hier so eine Dreier an der Stelle. Genau. Sehr schön. Das wird auch sehr viel nachdenken werden. Aber für die Leute, die mein Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars Let's Play gemocht haben auf der Nintendo Wii U, ich glaube, denen wird auch das Spiel hier relativ gut gefallen. Yay. Und weiter geht's mit Level 5. Wir gucken uns die Demo komplett an. Wird eh ein kurzes Video, glaube ich. Das wird sowieso ein kurzes Video. Nun gut. So, jetzt kriegen wir hier auch schon gar nicht mehr vorgesagt, was wir machen müssen. Kann ich da einen Zweier einfach machen? Ich glaube, ich kann einen Zweier machen. Ja, gönnt euch das. Der Ultra packt hier seine Strats aus. So, und hier kann ich, glaube ich, auch einfach so einen Zweier und dann komme ich da mit QBs kleinen Beinchen schon hoch. So, aber hier muss ich, glaube ich, das hier erzeugen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, hier will ich sowas. Ja. Wunderbar. Passt, sitzt, wackeln und hat Luft. Der Ultra weiß, wie es läuft. Sehr schön. Man kann natürlich auch ein paar Blöcke sparen, wenn man jetzt die Kronen nicht einsammelt. Dann ist es ein bisschen leichter, die Vorgaben an den Blöcken zu schaffen. Da werden wir höchstwahrscheinlich auch im Let's Play dann bei schwierigeren Welten drauf zurückgreifen müssen. Ich bin froh, dass wir es jetzt noch nicht müssen. Yay, Level 6. Alles klar, die ersten Obstacles. Wisst ihr was? Ich töte mich sogar einmal. Ich möchte wissen, wie die Todesanimation aussieht. Niedlich. So eine kleine Pixelgrafik, könnte man schon fast sagen. Das war falsch. Ich möchte gerne neu starten. Und ich glaube, ich muss hier wieder so eine Dreierbrücke bauen.
um hier drüber zu kommen, genau. Was machen wir jetzt hier? Ich glaube, eine Zweier ist hier, glaube ich, okay. Ja. Wunderbar. Auch hier machen wir eine kleine Zweierbrücke. Yay. So, aber wie komme ich jetzt hier an die Krone ran? Ich kann ja nur drei bauen. Probieren wir's. Kann ich da so hoch springen, dass ich die bekomme? Ja, kann ich. Wunderbar. Sehr schön. Läuft. Ja, und man merkt auf jeden Fall, es wird immer schwieriger mit jedem Level, in dem man voranschreitet. Also, nichts zu spaßen hier in dem Spiel. Nichts zu spaßen. Und zwei Level stehen noch bevor. Dann haben wir die Demo auch schon beendet. Ich glaube, in die Multiplayer-Sachen werde ich jetzt nicht reingucken. Das gucken wir uns dann an, wenn es raus ist. Alles klar, hier haben wir Pixelschrott oder ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar im Hauptspiel eine Bezeichnung hat. Ich könnte es mir sogar relativ gut vorstellen, dass das eine Bezeichnung hat. Und den können wir, ja, mit unseren Blöcken einfach entfernen, wie man hier sehen kann. Ich glaube, jetzt möchte ich hier noch drei Blöcke verschwenden, genau. Sehr schön. So, wie läuft das hier? Jetzt habe ich mir hier das verbaut, ja. Ja, das habe ich mir ein bisschen verbaut jetzt. Weil ich kann halt nicht gleichzeitig... Komm, lösch den mal. Ich kann halt nicht gleichzeitig, ducken und gehen. Deswegen muss ich das jetzt leider auf die Art und Weise lösen. Aber man sieht schon, man kann auch die Blöcke so ein bisschen als einen kleinen Lift benutzen, um eben so weit entfernte Stellen besser zu erreichen. So, und hier brauche ich jetzt gar keine Hilfe von dem Lift. Sehr schön. Und da ist die Krone. König Neptuns Krone. Wie komme ich denn an dich ran? Ich glaube, ich möchte da mal ganz kurz rein. Genau. Das war, glaube ich, jetzt extrem dumm. Ja, komm, mach die Blöcke. Ist okay, mach die Blöcke. Dann, das habe ich mir jetzt ein bisschen verbaut. Wie viel ist Vorgabe? Vorgabe ist 36 Blöcke. Wir haben 16 Blöcke. Ja, gut. Ja, gut. Kein Problem. Dann machen wir es halt langweilig. So, zack. Das wird zwar einen besseren Highscore noch hier... Es wäre noch ein besserer Highscore hier möglich in dem Level. Aber mir reicht's, wenn ich einfach die drei Medaillen bekomme. Sehr schön. Yay. Und damit auf zum letzten Level. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ihren kleinen Vorgeschmack auf Kyuubi bekommen habt und Boxboy plus Boxgirl auf der Nintendo Switch. Und dann am 26. wieder einschaltet, wenn das Haupt-Let's Play zu diesem Spiel losgeht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. So, hier brauche ich jetzt eine Dreier, glaube ich, ne? Ja, weil ansonsten hätte ich hier nichts zum draufstehen. Ah, guck mal, die Blöcke werden auch gelöscht wieder. Was war das, Ultra? Können wir darüber mal diskutieren, was das war? Das war schlecht. Das war absolut schlecht. Ich weiß nicht, ob mich jetzt töten irgendwie weitergebracht hätte. Ich habe jetzt einfach mal neu gestartet. Wir sind eh noch am Anfang des Levels, deswegen nicht so wild. Deswegen nicht so wild. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, so dürfte es funktionieren, oder? Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wie mache ich das jetzt? Ein Block und schießen und... Nein! Ich dachte, ich kann da noch rechtzeitig springen. Muss ich das ernsthaft von oben betätigen? Warte mal kurz, Blöcke 8, Blöcke 13. Ja, ich glaube, sie wollen schon, dass man von oben das betätigt, aber wir machen das so. Haha!
Highscore! Yay! Und damit hätten wir Welt 1 100%. Sehr schön. Blöd nur, dass ich das beim Hauptspiel dann nochmal machen muss. Aber hey, nicht so wild. Hat Spaß gemacht. So. Ja, und da sieht man jetzt schon einiges, was hier los ist in dem Spiel. Es ist definitiv ein Nachfolger. Denn in Boxboy 1 gab es, glaube ich, nur Boxboy. Boxgirl könnte sein, dass es sie retten musste in Teil 1. Vielleicht kam Boxgirl aber dann auch erst in Teil 2. In Teil 3 gab es dann, glaube ich, auch schon die Kinder. Und halt die Bedrohung, die hier erneut zuschlägt. Ich glaube, das war auch die Story von Teil 3. Dass in Teil 1 und Teil 2 die Bedrohung langsam entstanden ist. Und in Teil 3 hat sie dann Überhand über den Planeten bekommen. Und jetzt in Teil 4 kehrt sie anscheinend zurück. Und dementsprechend, ja, wäre schon gut zu wissen, wie denn die Story von den vorherigen Teilen war. Aber das werden wir leider nicht rausfinden, weil ich die nicht spielen werde. Weil, naja, 3DS und so. Ich bin kein Fan von 3DS. Ich kann ihn nicht aufnehmen und privat habe ich jetzt nicht wirklich Lust, das zu spielen. Nun denn. Aber trotz allem, den vierten Teil gucken wir uns an. Und da habe ich jetzt schon richtig viel Lust drauf. Und ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, der Folgengeschmack hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst gerne einen Daumen hoch und schaltet ein, wenn es zum Hauptspiel geht. Am 26.04. Wir legen los mit Boxboy plus Boxgirl. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.